Aufstiegsportal, Kontrollverlust und Neuaktivierung des höheren Selbst. Aktuell befinden wir uns in der Energie, in der der kontrollierende Verstand regelrecht ausgeschaltet wird. Und das können wir an vielen Stellen beobachten, indem wir sehen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr wie gehabt funktionieren. Wir können uns natürlich an der einen oder anderen Stelle darüber aufregen, dass das bisherige nicht mehr so läuft wie gehabt, aber wir können auch erkennen, dass es einfach abgelöst wird und dass wir immer und immer wieder aufgefordert werden, das alte bisherige loszulassen. Und gleichzeitig wird die Führung durch das höhere Selbst aktiviert. Aber bleiben wir nochmal einen kleinen Moment bei den alten Systemen. Denn die alten Systeme, die erzeugen mitunter Widerstand in uns. Und im Grunde genommen ist das ein Widerstand des Egos. Wir sehen zum Beispiel, dass uns alte Gesetze, menschengemachte Gesetze weggenommen werden oder alte Arbeitsplätze. Und wir sind damit im Widerstand. Aber es ist, wie gesagt, ein Widerstand aus dem Ego oder das im Ego erzeugt wird. Und das Ego möchte dagegen aufbegehren. Denn das Ego war in der Vergangenheit der Herrscher. Das Ego hat alles beherrscht. Und auch aus gutem Grund, denn wir hatten die Verbindung zu unserer inneren Führung verloren. Und wenn man die Verbindung zur inneren, höheren Führung verliert, dann übernimmt das Ego, damit wir nicht führungslos sind. Und von daher hat das Ego wirklich eine Notsituation geregelt. Aber das Ego konnte es eben nur so gut ausführen, wie es eben kann. Es kann es nicht so weise und in Liebe ausführen, wie es das höhere Selbst kann. Aber zumindest hat es uns ein Stück weit Sicherheit gegeben, wo wir jetzt aber erkennen, dass diese Sicherheit eigentlich gar keine wahrhaftige Sicherheit war, sondern nur eine vorgemachte Sicherheit. Und das wird jetzt eben sehr deutlich. Und es wird insbesondere jetzt so deutlich, weil sich die Energien wandeln. Wir sind jetzt in der Energie, in der das höhere Selbst durch unsere innere Stimme oder die Intuition wieder die Führung aus dem inneren Herzen übernimmt. Und das ist für das Ego eben eine Herausforderung, weil das Ego in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden die Führung übernommen hat von der gesamten Menschheit. Und jetzt geht es darum, es loszulassen. Jeder Einzelne in sich. Und wenn wir das in uns machen, dann wird sich das auch im Außen widerspiegeln. Und wir können das am besten machen, indem wir auch mit unserem Ego sprechen und ihm erklären, dass es völlig okay ist, dass jetzt das höhere Selbst wieder die Führung übernimmt, denn das höhere Selbst wird von Liebe und Weisheit geführt. Und das Ego muss deswegen nicht sterben, sondern das Ego darf jetzt in seine Rolle zurückgehen, die das Ego schon immer innehatte, nämlich die Rolle des Dieners und nicht die Rolle des Herrschers. Denn der Herrscher ist unsere höhere Führung, die höhere göttliche Führung, und die übernimmt jetzt die Führung mit Weisheit und Liebe. Und in dieser Übergangsphase, wo das Ego die Führung abgibt, also wirklich loslassen muss, und das höhere Selbst die Führung übernimmt, können sich an der einen oder anderen Stelle einige Merkwürdigkeiten aufzeigen. Dass das höhere Selbst einfach bestimmte Projekte antreibt und ins Feld bringt, ob wir wollen oder nicht, ob wir schon dafür bereit sind oder nicht, ob unser Verstand sagt, das ist jetzt soweit oder nicht. Das höhere Selbst bringt diese Themen jetzt ins Feld. Und das ist auch gut so. Und das werden wir an der einen oder anderen Stelle sehen, dass bestimmte Themen einfach ins Feld gebracht werden, aus dem höheren Feld. Und aus dem niedrigeren Feld werden einfach bestimmte Systeme gelöscht und zusammenbrechen, immer mehr und mehr. Und wir können es beobachten, dass die sich einfach verabschieden. Und es ist wirklich ein permanenter Prozess. Natürlich war das letzte Jahr sehr stark davon geprägt, vom Loslassen, aber dieses Loslassen wird auch dieses Jahr noch weiterhin mit in das Feld fließen, weil es immer weitergeht,
dass wir die alten Verhaltensmuster, die aus dem Ego und aus dem Verstand, kontrollierenden Verstand entstanden sind, dass wir die immer mehr und mehr loslassen und wirklich diese Herzensenergien immer mehr und mehr begrüßen. Das heißt, wir sterben nicht wirklich, sondern es stirbt oder geht nur das Ego in seine ursprüngliche Position zurück und die Wiedergeburt entsteht durch das höhere Selbst. Und das hat gleich diesen göttlichen Schutz. Das höhere Selbst bringt immer den göttlichen Schutz mit sich. Und wir können jetzt dieses höhere Bewusstsein entwickeln, indem wir in unseren Frieden gehen, und zwar in den inneren Frieden, auch insbesondere, wenn im Außen Unfrieden ist. Denn wenn jetzt im Außen Frieden ist, wäre es ja ein leichtes, auch im Frieden zu sein. Obwohl es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die können in einem friedlichen Umfeld sein, aber haben eine innere Unzufriedenheit in sich und bringen dann auch diese Unzufriedenheit ins Feld. Also bringen in ein friedvolles Feld den Unfrieden hinein. Und jetzt ist es genau andersherum. Jetzt haben wir im äußeren Feld Unfrieden und Disharmonie und Chaos. Und jetzt geht es darum, jetzt haben wir die besondere Aufgabe, in unseren inneren Frieden zu gehen und in unsere innere Harmonie zu gehen. Und wenn wir selber im Frieden bleiben und in Harmonie bleiben, obwohl im Außen totaler Unfrieden und Disharmonie ist, werden wir das Feld im Außen verändern. Denn alles, was in uns ist, muss sich nach den kosmischen Gesetzen auch im Außen spiegeln. Und wir können jetzt in unseren inneren Frieden, in unsere innere Harmonie gehen, auch wenn im Außen alles im Chaos ist. Aber das ist die besondere Chance, dass wir trotz alledem unseren inneren Frieden bewahren. Und wenn wir ihn in uns finden, wird es sich automatisch auch im Außen widerspiegeln. Und somit geht es darum, jetzt die Kontrolle vollends abzugeben und zu erkennen, wir haben keine Kontrolle. Wir werden geführt von höheren, von göttlichen Kräften. Wir können unser Leben nicht mehr kontrollieren, ebenso wenig wie Projekte, andere Menschen oder Umstände. Wir können diese Kontrolle nur loslassen und wir können uns dem hingeben, was jetzt in unser Leben kommen will und es willkommen heißen, nämlich die höhere Führung. Und wir können erkennen, dass alles von einer höheren, liebevollen, weisen Macht geführt wird, die durch uns in diese Welt kommen will. Und wir können uns dieser hohen heiligen Kraft in uns öffnen, indem wir unserem Herzen folgen und diesem durch unsere Gedanken, Worte und Taten Ausdruck verleihen.